Hallo miteinander, jawohl. Vielen, vielen Dank wieder für die Geduld. Ach, awesome, ne? So ein kleines Bäuschen. Oh, ich schwitze mir hier einen weg. Das ist so übel. Wie schnell sich so eine kleine Bude aufheizen kann. Und ich habe nicht mal direkte Sonneneinstrahlung. So. Pommern mit Lütjens. Das ultragefährliche Duo. Und mit mir als Kapitän ist es nur noch anderthalb Duo. Ich zähle minus 0,5. Auf geht's ins nächste Gefecht. Ah, wir wurschteln uns durch. Doginator, Line und Sasmogami, 2 Zs, Alter. JP, die Mainz muss sterben. Auf jeden Fall muss die Mainz sterben. Ohne als einer aus Hollas Clan. Oh no. Hisaya. Da ist einer aus Hollas Clan. Warte auf Anweisungen. Ende. Und schon schneidet die Alsace mir wieder den Weg ab. Ach, läuft, ne? Ich würde halt gerne hier reinfahren. Gegnerische Streitkräfte am Horizont gesichtet. Unterstützt das verbündete Ziel. Nichts getroffen. Natürlich drückt mir die JB halt. Und er ist tot. Euer Schwein. Ja, da kommt jetzt. Die JB tankt jetzt natürlich erstmal alles weg. Und die sehen uns, ohne dass wir sie sehen.
Alter Mogami, was willst du hier? Feueralarm! Manchmal fragt man sich, ob es mit Kindern oder Idioten zu tun hat. Möglicherweise auch beiden. Problem gelöst. Eigentlich müssten meine Sekundäre stark genug sein, ihn platt zu machen. Wir haben einen gegnerischen Zerstörer versenkt. Scheiß Duncan. Go. Er baut gerade wieder ab. Ja, Secondary, go. Ja, ich kann hier nicht stehen bleiben. Ich krieg von der Georgia da drüben eine rein. Jo, die John JB muss halt jetzt mal langsam weg. Tut halt einfach zu weh. Jo, der Zerstörer ist da drüben. Sehr gut. Unseren Zerstörer platt gemacht. Gegnerisches Schlachtschiff gesunken. Ah, oh, natürlich kriege ich von der nochmal eine verballert. Au. Da ist auch die Mainz auch noch. Gesichtet.
der kitet mich halt jetzt. Aber ich muss halt rankommen. Was ist denn hier? Bewegt euch mal. So. Gegnerischer Kreuzer gesunken. 4. Wer steht ganz oben? Unnormal, oder? Du musst halt dein Gewicht halt auch reinbringen mit der Pommern. Ja, sobald ich ihn halt in Sekundärreichweite habe, ist halt vorbei. Das Einzige, was ich aufpassen muss, sind halt diese Torpedos. Weil ich halt gekitet werde, passiert es halt schnell, dass ich halt reinfahre. Ne, die Mainz, was hatten die Mainz? 6, 8 oder 10er? Ich glaube, das waren sogar die 10er, ne? Aber da können wir uns glücklich schätzen, dass die komische Georgia und die Mainz so lange aus dem Gefecht raus waren. Ach, 2 Friedrich und ein Ruprecht. Ich krieg doch einen davon. 3 Pommern. Ach, Seattle, Mainz, Cossack. Als wenn wir das nicht gewinnen mit 3 Pommern. Ich weiß auch nicht. Okay. Okay. Von nach C. Ne, eher Richtung 2 Cap fahren. Statt 1 Cap. Alter, bewegt euch halt mal. Warte auf Anweisungen. Sich mal entscheiden, irgendwo hinzufahren. Die Nasenbären. Ja, natürlich schmeißt er jetzt Hydro an. Warum schmeißt du jetzt Hydro an? Hier kannst du Hydro anschmeißen. Nicht da. Du brauchst noch eine Minute bis dahin. Das ist eine Minute verschwendetes Hydro. Aber das sind die Höhen und Tiefen und Freuden und Leiden von Spielen, mit denen man mit anderen Leuten zusammenspielen muss. Da! Machen wir ihnen das Leben schwer. Und unsportliches Verhalten. Ja, jetzt hat er nichts mehr, um gegen die
Asashio. Die, was ist das, die Cossack war es. Genau, Cossack, gegen die Cossack da zu verteidigen. Nichts. Gegnerische Streitkräfte am Horizont gesichtet. Ich brauche Unterstützung. Gegnerische Schlachtschiffe entdeckt. Okay, der Friedrich drückt mir halt jetzt nochmal schnell alle rein. Autschi, autschi, autschi. Ja, Sascha ist ja da super, ne? Schön Tops geschmissen, perfekt. Jetzt müsste es nur noch funktionieren. Alter, Egier. Jungs und Mädels, die Kavallerie ist da. Dass die Seattle noch kein Radar gemacht hat, wundert mich halt echt hart. Ja, da ist das Radar. Sonst hätten sie jetzt nicht auf ihn geschossen. Problem gelöst. Da ist auch noch die Mainz. Torpedos voraus. Torpedos auf Steuerbord. Problem gelöst. Feueralarm. Zwei nehme ich mit. Höhlenbruch. Wasser dringt schnell ein. Torpedos auf Steuerbord. Es bleibt bei zwei. Schlachtschiff zerstört. Nope. Ein mehr. Ah, der eine reicht halt. Halt null Hilfe, ne? Ja, ich hätte mich anders positionieren müssen. Ich hätte diese Richtung fahren müssen.
Aber hey. Ich werde sowieso wieder ganz oben stehen. Da wette ich drauf. Wie die halt auf der anderen, auf der linken Seite aber doch einfach kläglich gestorben sind, ne? Fass dich halt so an den Kopf. Aber was erwartet war von vornherein klar, ne? Er hat direkt das Hydro gezogen und dann das Überwachungsradar. Weißt du schon, mit was für geistigen Größen du das zu tun hast. Na, da, denen geht es nicht darum zu gewinnen fürs Team und so. Denen geht es nur darum, das Gefecht hinter sich zu bringen, zu losen, und anderen Leuten was reinzudrücken. Und das ist ultra schade. Und sowas müsste halt auch härter bestraft werden. Aber wie es halt so ist bei Wargaming oder wie bei jedem anderen MMO-Spieler, Spielhersteller, so, sowas wird halt grundsätzlich gar nicht bestraft. Ne, anderen Leuten das Spiel kaputt zu machen, wird halt nicht bestraft. Weil die Leute halt Geld bezahlen. Und wenn es halt nur. Oder sind einfach nur da, ne? Die können ja da sein, damit Leute, die Geld bezahlen, sich abschießen können. Dass sie aber dadurch mehr Schaden verursachen, durch ihre willkürlichen Sachen, das geht halt in den Köpfen von Spielherstellern halt nicht rein. So, ja, dann. So, Fletcher, ich unterstütze dich. Hab mir mal kein Schlachtschiff die Vorfahrt genommen, das finde ich super. Gegnerische Streitkräfte am Horizont gesichtet. Da ist eine gegnerische Bismarck. Da ist die Musashi. Jo, wir nehmen erstmal den Cap und danach sieht alles viel gechillter aus. Da ist die Hipper. Alaska. Da ist die Blister Güt, die keinen Nebel hat. Festgefahren. Und jetzt kommen meine Secondaries. Alter Fletcher. Ist der Zerstörer, ist es tot? Ja, ne? Lief. Okay. Ich stehe halt suboptimal
Eugen, ja. Komm, mach wenigstens die Hipper. Fletcher, wenn du sonst schon nichts machst. Jo. Weil ich muss mich nämlich gleich um die Bismarck kümmern. Will er was von mir? Ja, er dreht rum. Wie die Fletcher halt nicht mal gekappt hat. Ja, daneben geschossen. auf wie viel? Auf 8 Kilometer hat er daneben geschossen, die volle Salve. Schlachtschiff versenkt. Er hat keinen Bock. Das heißt, hier ist eine gute Position, um mal auszuruhen. Er schießt halt immer zuerst die hinteren anstatt die vorderen. Mit mir kann die Bismarck sich das holen, habe ich kein Problem mit. Er fängt sich halt erstmal eine ein. Genau so muss das sein. Mich gut aus der Ferne gesammelt. 176.000. Ich habe meine 175.000. Yes, baby.
I wanna love. That's a good. Yes. Und wir drücken nochmal eine Heilung rein, damit wir 10.000 Leben mehr haben. 15.000. Also wir uns gleich der komischen Alaska stellen können. Ja, ne? Diese Leute hier, ne? Was erwarten die, dass passiert, wenn sie 20 Kilometer weit weg vom Geschehen stehen? So, ich bin auch schneller als die Bismarck. Nicht so viel. Aber ausreichend. Gut, weit kann er ja nicht sein, ne? Nach vorne ist er nicht rausgekommen. Aber wenn er clever ist, hat er die Kanonen hier hingerichtet. Da sehe ich ihn doch schon. Zumindest seinen. Ach, er ist halt sich hinter die Insel versteckt. Er ist halt hier hinter der Insel. Wir können nochmal. Ja, gibt keinen Schaden mehr. Schade, schade, Schokolade. Die haben sich halt auch bloß versteckt, die Leute, ey. So lächerlich. Für ihn ist halt ein Ruhm. Die kann halt schon mal was ab. Platz Nummer 4. Ja, ja, ja. Potenziellen Schaden. Ich hab's fast geschafft. Winde der Ostsee. Wer steht ganz oben? Oh, die Bismarck. Muss man dazu sagen. Er hat auch was gemacht. Ne? Aber man sieht halt hier die Riga Amagi. Ja gut, die Prinz Eugen stand halt alleine gegen mehrere. Das ist halt nicht so gut gewesen. Die hätten besser performen können. Bismarck hat durchaus mitgeholfen. Muss man ja anerkennen. Ja, weil man sieht hier, das sind halt 500 Punkte. 500 Base Points Unterschied. Das ist halt, ist schon mal echt eine Ansage, muss man sagen. Und hier sind 700, 800 Unterschied. Ach ja. Ne, ich will die Leute auch nicht schlecht reden oder so. Aber ich weiß nicht. Wenn du in Tier 8er, in Tier 9er fährst, solltest du zumindest ein paar hundert oder ein paar tausend Gefechte schon hinter dir haben. Und langsam wissen, wie der Hase läuft. Ich meine nicht, dass ich jetzt auch die große Leuchte bin, ne? Ich mache auch genug Fehler, aber ja, so basic Fehler halt nicht, ne? So. Guck mal. Das haben wir abgeschlossen. Das heißt, ich brauche die 50.000 Basic P nämlich nicht mehr. Jetzt brauche ich nur noch Treffer in Zitadelle, Torpedotreffer und Hauptbatterietreffer. Gut, die 50 brauchst du wegen den 40k hier, aber hey. So, ich fürchte aber, wir sind ziemlich am Ende, oder? Ist ultra anstrengend. Ultra warm. Neue Stufe im Gefechtspass freigeschaltet. Jawohl. Die 400.
Tja. Haben wir uns verdient, würde ich sagen, heute unseren Ruhe. Achso, Wargaming streamt ja wieder. Ja, können wir gleich mal anmachen. Ah, starting soon. Ja, okay. Seit 5 Minuten. Gleich wieder ein paar Community-Punkte verdienen. Ah, nicht vergessen. So. Für mich war es das, wie gesagt. Aufträge ansonsten sehen ganz gut aus. Eventuell machen wir noch ein bisschen weiter mit gewerteten Gefechten. Läuft halt spitzenmäßig, würde ich sagen. Ja, es gibt ja im Moment nichts Dringendes, was uns das verwehren würde. Gerade diese verteidigenden Sachen gehen halt auch relativ schnell, ne? Mit den Secondaries, wenn du dann halt die Caps verteidigst. Das geht alles schon. Eine ganze Woche Zeit. Easy. Das sind wir durch. Das heißt, morgen starten ja die nächsten Aufträge. Aber das werde ich alles am Samstag sehen. Oh, hier. Ja, wir sind dabei. Bunte Regatta. Es läuft. Konvoi ist mir egal. Das läuft auch. So. Habe ich irgendwas vergessen? Das ist eine wichtige Frage. Container habe ich alle abgeholt. Waffenkammer habe ich nachgeguckt. Da ist auch nichts. Zumindest. Obwohl, ich habe jetzt jede Menge diese europäischen Marken da gekriegt. Da können wir gleich wieder zum Abschluss, zum heutigen Tag, also als Belohnung für sich selbst. Man nehme diese Münzen und holt sich die Grom. Ja, das ist halt so, damit du aus dem ganzen Sache mit einem schönen Gefühl rausgehst. Bäm. Zack, ein Schiff mehr. Genauso muss es sein. So, und jetzt kommt als nächstes die Split-permanente Tarnung. Die könnte ich noch hinkriegen. Na, immer dran denken, ich krieg welche noch vom Testserver. Und du kannst hier noch einkaufen. Na, kannst du das Bonuspaket holen, obwohl das halt ein bisschen sinnlos ist. Aber hey, vielleicht willst du die europäischen Zerstörer zurücksetzen. Dann wäre das natürlich hilfreich. Hm. Ist eine Überlegung wert. Ja, so viele Bonuspakete wie möglich bei den Schiffen zu haben, die du zurücksetzt, bei dem Zweig. Das hilft natürlich ungemein, ne? Weil halt jedes Gefecht halt plus 50% von irgendwas ist. So, ich könnte hier noch... Wie viel sind das? 100 und hier nochmal 100. 200 kann ich mir halt noch holen. Also ich gehe schwer davon aus, dass ich mir die Split noch erspielen kann und mit den 200, die ich hier hole, mir das Bonuspaket für die Split mitnehmen kann. Ne, die Lambros Katsonis permanente Tarnung vermutlich nicht mehr, weil das sind halt 520 statt nur noch 200. Das ist halt ein ganz schöner Sprung. Das ist Tarnung, noch mehr Tarnung. Und das war es eigentlich schon. Lol. Wie kriegst du denn den Neuner? Ach so, der Neuner ist ja hier in diesen... mit den Dingern drinnen, ne? Mal wieder, ja. Ach, Wargaming. Warum? Ja, aber damit hätte ich halt alles, ne? Weil permanente Tarnung brauchst du jetzt nicht unbedingt. Das ist das Ziel. Das Bonuspaket der Split. Wir werden sehen. So, denkt dran. Da läuft eure Zeit ab, falls ihr das noch nicht gekauft habt. Aber ich gehe schwer davon aus, dass ihr das gemacht habt. So. Anyway. Ich mache jetzt Schluss. Morgen. Ich bin hinhergerissen. Tatsächlich. Entweder fangen wir einen neuen Durchlauf an mit Iron Man von XCOM 2. Und jetzt sind wir natürlich vorgewarnt. Und ich weiß auch, wie die Spielinhalte jetzt funktionieren. Tatsächlich. Jetzt sind wir bei der Stealth-Mission, sind wir halt vorgewarnt. Ich werde mir noch mal ein paar Tipps durchlesen für Iron Man.
Was man denn da so machen sollte, was man beachten sollte. Vielleicht lerne ich halt noch irgendwas. Oder wir machen unser Adventure fertig. Demetrios. Wissen wir. Sind wir da schon fertig? Nee, ne? Wir sind kurz vor Schluss, glaube ich. Aber das werden wir dann morgen sehen. Wie ich halt Bock drauf habe. Und ansonsten bleibt mir nur noch wieder zu sagen, vielen, vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Donnerstagabend. Haltet die Ohren steif, bleibt gesund. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bye bye. Und vergesst nicht bei Wargaming vorbeizuschauen. Für Community Magen.